Welcome back to the Bausimulator. Wir haben, wurde auch mal Zeit, einen neuen Managerpunkt. Gehen hier nicht auf 3. Das war eigentlich mein Plan. Stopp mal. Also wir gehen hier auf 3. Ah, schade. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Wir bekommen eine Anbindung, einen Bahnhof. Mitten rein. Okay. Welches Unternehmen möchten Sie beauftragen? Wir sind von 16,5 auf 17,5. Das sieht gut aus. Bauarbeiten aus deiner Machtstadt wollen, ja, billige Baugesellschaft, MBH. Billige. Wilde Hilde Handwerkergilde. Trau- und Bauunternehmen Brackmann GmbH 6,4, 3,8, 1,3, 1,8. Ist schon ordentlich, was die da wollen. Wir gehen mal. Es ist wirklich viel zu viel. Ein Jahr, 3 Monate brauchen die. 9 Monate, 11 Monate. Komm, wer billig kauft, kauft einmal. Zieht durch. So, und dann kriegen wir noch einen Parkbereich. Den Parkbereich Nummer 4. Welches Unternehmen im Moment? 1000 Wasser. Haben wir schon mal engagiert. Lief, glaube ich, ganz gut. Tante Isis, handgemachte Bauspezialitäten. Schieferbauer, Genossenschaft Pisa ist sehr. Bauarbeiten aus seiner Nachbarschaft. Was mir gefällt, ist eigentlich hier 1000 Wasser. Sind teuer, sind die aber. In dem Fall lohnt es sich nicht. Da lohnt sich eher das hier, ne? 2 Monate kostet 160.000 weniger. Hat aber eine ähnlich gute Bewertung. Die nehmen wir. Angebot annehmen. Zieht los. So, können wir wieder in die blaue Phase. Ich denke mal, mit Blau kommen wir ganz gut gleich, ne? Rot geht einfach zu schnell. 9 Monate ist aber schon lange für den Bahnhof. Stuttgart aber noch definitiv schneller, oder? So. Hier passiert erstmal gar nichts. Das heißt, wir könnten spulen. Bahnschienen nicht parallel. Die Bahnschienen sind nicht parallel verlegt, damit sie sich am Horizont treffen. So wie auf den Zeichnungen, leider können sie aber keine Züge drauf fahren. Ja, Züge anschaffen, die immer kleiner werden, wenn sie sich entfernen. Hey, das klingt ja nach der Relativitätstheorie. Ein Auge zukneifen, um die Perspektive auszutricksen. Schnell wird die Bevölkerung von Magnetschwebebahnen überzeugen. Zugachsen aus Gummi installieren. 60, 15, 1, 75. 75 Chance, 60 Chance. 60 kostet nur die Hälfte. 3 Minuten. Oh, ist schon teuer, ne? Wir versuchen es mal. Der muss aber auch funktionieren. Hat sogar direkt. Sehr gut. 12 Tage Vorfertigung. Die Gangway, die eigentlich in den Fliegern führen soll, ist leider auf die falsche Seite gebaut. Und führt die Passagiere wieder auf den Parkplatz. Vielen Dank für Ihren Besuch und tschüss. Flieger vom Parkplatz aus starten lassen. Portal vom Parkplatz zu den Flugzeugen öffnen. Shuttle-Services anbieten. Fluggäste erst durch die Gangway lassen, wenn sie aus dem Urlaub wieder zu Hause sind. 72 Chance, 244.000. 62 Chance, 112.000. Ich glaube, das klingt ganz gut mit 23 Tagen. Das versuchen wir mal. Kommt sie. Jawohl, 50.000 Euro Gutschrift und fertig. Stopp, wir machen ein bisschen langsam. Wir haben Parkbereich 5 und das Airport City Hotel. Jawohl, stopp. Der dritte Punkt ist da. Wird ein Mangel im ersten Versuch gelöst, erhalten Sie einen Bonus von 150.000. Den nehmen wir definitiv. Das heißt, wir kriegen auch ganz gut wieder was. Was ist der nächste Schritt? 5 Punkte, 300.000. 150.000, damit kalkulieren wir erstmal. Die Gastronomie ist super wichtig. Wir engagieren entweder die Manfred B. Klassner, ihr Neuköllner Alleskönner. Hans Bouquet, ganz okay. Hans Bouquet, ganz okay, ja. Marmorstein und Eisenbrecht AG, Planbaugenossenschaft Karl-Marx-Stadt. 38252119, alle 2 Monate. 5 Sterne, 3,8 Millionen, ist schon teuer, ne? 252119, das heißt, wir entscheiden uns, glaube ich, für die 19, weil die ähnlich sind von der. Die Planbaugenossenschaft Karl-Marx-Stadt. Hatten wir schon mal, die nehmen wir wieder zu. Damit hatten wir sehr schlechte Erfahrungen. Oh, das geht. Die direkt bei Baustart schon ein Problem. Flügeltüren knallen den Leuten auf die Nase. Wir wollten mal was anderes als langweilige Türen machen. Da Kai-Uwe so einen schicken Sportwagenkalender dabei hatte, haben wir uns inspirieren lassen und nach oben aufschwingende Flügeltüren verbaut. Aber wenn die Leute da durchgehen, knallen die Türen danach den nächsten Leuten ins Gesicht. Schranken vor die Flügeltüren setzen, die dafür sorgen, dass die Passagiere Abstand halten müssen. Wanddurchbruch neben die Flügeltüren einbauen. Ja.
Türpagen engagieren, die allen Gästen die Flügeltüren aufhalten, die Flügel vom Verfassungsschutz beobachten lassen. 7%. 87 mit 115.000. Das kriegen wir komplett zurück plus Gutschrift, wenn es funktioniert, ne? Glaube ich. Und den Parkbereich 5. Welches und den möchten Sie beauftragen? MacWalk Asia Imbiss und Großbau GmbH? Harald Fluppe Gebitz? Gerbitz, Bau für eine warme Mahlzeit, gib mir Mühe. Tante Ilses handgemachte Bauspezialitäten, Bin Laden, der klanghafte saudische Baukonzern. Von den Kosten sind sie ähnlich aufgestellt. 200, 400, 300, 1 Monat, die sind sehr schnell. Ich glaube, die nehmen wir aber 464.000. Sind einen Monat mehr, kosten deutlich mehr. Die sind auch, ja, ich glaube, wir nehmen die hier. Liegen vom Budget mittendrin, haben eine gute Bewertung. 3 Monate sind sie minimal länger als der Durchschnitt. Und bauen wie von Großmütter. Großmutter. 15 Millionen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Das müsste beim ersten Mal fertig werden, hoffe ich. 87% waren das, glaube ich. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das läuft noch 5 Monate. Sehr, sehr lange. Ja, na klar, da ist das Ding. Was macht denn die Frau hier? Auf dem Parkplatz spielen Kinder. Wie können die da reinkommen? Wir können die Kleinen doch nicht einfach verjagen, um den Parkmarkierung anzubringen, wenn sie schon mal draußen spielen. Das stimmt. Den Kindern langweilige Geschichten von früher erzählen, Rosenkohl für alle spendieren, Michael Jackson imitieren, Gerät installieren, die sehr hochfrequente Pieptöne aussenden. 80% schon gut, ne? 39.000 nur. 67% 20.000, aber 26 Tage. Das 80% beim ersten Mal kriegen wir es direkt komplett zurück. Jawohl, 150.000. Das heißt, es gibt eine dicke, fette Gutschrift. Das sieht gut aus. 2 Monate. Der sollte eigentlich auch funktionieren mit seinen über 80%, oder? Na. Wir haben in den Wänden einen neuen Kunststoff aus Erdnüssen, Soja, Laktose, Pflanzenpollen und Katzenhaaren verbaut. Scheinbar reagieren da nur einige Leute allergisch drauf. Warnhinweise in Schriftgröße 5 anbringen. Allen Fluggästen gemahlenen Pfeffer ins Gesicht pusten, sodass sie denken, sie niesen deshalb. Wände mit einer Schicht Latex überziehen. Extra Allergiker-Anbau aus allergieunbedenklichem Asbest hochziehen. 85% für 200.000. Boah, es ist schon ordentlich teuer, ne? Aber 90.000 für eine 23%. Wir nehmen den. Jawohl, 150.000 Gutschrift. Sind wir nicht so sehr runtergekracht von unserem Budget. 16 Millionen, wir kommen sogar regelmäßig Geld. Unser Baugeschehen kann somit auf jeden Fall weitergehen. Zeit mir auf jeden Fall länger, ne? Die 2011 zu halten. Ich weiß nicht, was kommt denn da noch? Die Frage, ne? Betriebsbereit, wir gucken gleich mal. Wilde Lamas auf dem Rohbau. Eine Herde wild lebender Lamas hat sich im Rohbau eingenistet. Die Arbeiter wollen sie vertreiben, wurden aber übelst bespuckt. Leider stehen die Viecher unter Atemschutz. Atemschutz. Beim Dalai Lama um ein Wunder bitten? Beantragen dem Naturschutzbund die Gemeinnützigkeit abzuerkennen? Panflötist aus Hameln engagieren, der die Lamas vom Gelände lockt? Den Lamas Hüte kaufen. Lamas mit Hüte, wer es nicht kennt, unbedingt mal googeln. 129.000, 7 Monate. 7 Monate, das ist länger als der Bau da dauert. Wir brauchen eine Alternative. Oder 1 Monat für 180.000, 1% können wir vergessen, 45% 24 Tage. Ist ja fast ein Monat, kostet aber nur 43.000, wir nehmen das. Lamas mit Hüte, unbedingt. Das andere war 6 Monate oder was da war. 8 Monate Bauzeit oder Reparaturzeit ist es ja in dem Fall. Korrekturzeit. Das macht keinen Sinn, wenn wir nur 2 Monate bauen. Sind wir mit der Reparatur mehr beschäftigt als mit dem Bau. Da war klar, dass die funktioniert. Kriegen wir eine gute Alternative? 20%. Lama-Scheren und Formen 5 Monate. Wir müssen die 50% nochmal probieren. Wow, das sieht gut aus hier. 5 Tage. Passiert da nichts mehr? Jawoll, ja. Zack, wieder eins fertig. Nächste Stufe, Abschlusstest. Abreißen? Ne, wir wollen nicht abreißen. Hier passiert ja gelegentlich noch was, habe ich gelesen, ne?
Haben sie ja hier formuliert. Könnten wir mal wieder einen Punkt verdienen hier, ne? Ich glaube, das funktioniert nicht hier. Oh, doch. 250, oh, beides. 150.000. Jawoll. Kohle geht nach oben. Das heißt, für die zukünftigen Projekte sind wir gewappnet. 2 Monate, 1 Monat. Das dauert schon ordentlich, ne? Wir können auch jetzt mal nichts weiter machen hier. Was wir gucken wollten, war das hier. Betriebsbereit. Innenausbau fertig. So, der Außenbau noch nicht. Es ist noch nichts betriebsbereit. Noch gar nichts. Bahnhof ist mal wieder das Curry auf der Wurst. Am Imbiss ist zu scharf. Ein paar unserer Arbeiter haben sich schwere Verbrennungen zugezogen. Die Baustellen, Klos sind dauerhaft blockiert. Jetzt stellt euch mal nicht so an, ihr. Hm? Eiran für alle bereitstellen. Und Belegschaft durch Inder, Thai und Mexikaner setzen. Die können das ab. Warnschilder anbringen. 81% ist natürlich top. Für 2 Monate. Das ist ja. Warum so lange? Wir müssen die 43% mit 16 Tagen versuchen. 2 Monate, das ist viel zu lange. Wir wollen noch den Termin schaffen. Es wird nicht funktionieren, aber vielleicht gibt es eine gute Alternative. 40% ist zu wenig, denke ich. Oh, es gab keine Gutschrift. Aber ich habe es übersehen. Sie haben Stufe 7 des Baumenüs erreicht. Parkbereich 6. Melly Bees Ring. Melly Bees Ring? Melly Bees Ring? Was denn? Einen neuen Punkt kann man... Jawoll. Zack. Anbindung. Ach, okay. Ist wie so ein Bahnnetz, ja. Welches Unternehmen möchten Sie beauftragen, um Melly Bees Ring oder Besering? Melly Besering. Bildige Baugesellschaft. Kindertagesstätte. Drei Bären. Harald Fluppe Gerbels. Bau für eine warme Mahlzeit. Gib mir Mühe. Zimmerei. Bernstein. OHG. So, die Preise sehen eher aus, dass wir um die 2 Millionen liegen werden. Das heißt, ihn schließen wir aus. Er ist zu teuer. 2,4, 1,9, 1,9. Ein Jahr. Ein Jahr, 3 Monate? 2 Jahre ist viel zu lange. Das heißt, wird zwischen den beiden hier liegen. 1,9, 1,3. Gehen wir lieber 600 mehr aus und haben vielleicht mehr Glück. Das ist ja ein Harakiri-Bau hier. Hey, ist die Ansicht nochmal Kummerschauer gewesen? Muss damit erstmal klarkommen. Ja, gleich zu Anfang, ne? Jemand hat den Asphalt gestreckt. Der Asphalt ist mir. Ist mit einem. Was ist mit irgendeinem Zeug gestreckt worden? Jetzt wird er ab ca. 15 Grad weich und die Reifen sinken ein. Holzplanken drüberlegen, mit großen Sonnenschirmen die Hitze abhalten. Viele Klimaanlagen aufstellen. Asphalt-U-Boote, Flugzeuge anschaffen. 24, 48, 19, 39. Die Quoten sind sehr, sehr gering. 2 Monate, 3 Monate, 1 Monat, 2 Monate. Ich denke, wir tendieren zu ihm hier, oder? Das ist der teuerste. Dann können wir auch den nehmen. Können wir eigentlich nur den nehmen. Kostet nur weniger als die Hälfte von dem und dauert auch 2 Monate. Die werden sowieso beide nicht funktionieren. So, wir müssen noch einen hier. Im Parkbereich. Nummer 6. Welches Unternehmen? Mit dem 1000 Asser waren wir eigentlich ganz gut bis jetzt. Birne und Bummabriss. Fast nach Baugesellschaft. Kölsch, Jörg, Jottrup. Bauen und Brauen GmbH. 464.000, sehr viel Geld. Aber 3 Monate, mit denen sind wir gut gefahren. Eine gute Bewertung, die nehmen wir wieder. Ich glaube, mit dem haben wir ganz gut unter... Gerade angefangen, Bub. Nehmen wir nächstes Mal euch nicht mehr. Das war zwar ein super günstiger Deal, die Baupläne von einer Firma aus Südkorea erstellen zu lassen. Haben wir ja gar nicht. Aber die koreanische Version versteht keiner und die Übersetzung ist noch schlimmer. Südkorea annektieren. Einmal Saté-Spieße bestellen und dazu was? Das ist thailändisch. Egal, ich hab Hunger. Sich einfach an den lustigen Bildchen orientieren. Siri bitten, den Google-Übersetzer zu benutzen. 500.000 für die 78% und 11... Boah. Es dauert nur 1 Monat. Wir nehmen den hier. 43.000 mit Siri. Werden wahrscheinlich alle in die Hose gehen. Das waren erstmal alle Projekte, genau. Arbeiten, der ist durch. Das ist der Bahnhof, ne? Das wird auch Zeit, dass der mal fertig wird. Kein Punkt. Ach, einen verbleibenden. Wir brauchen 5. 5 Punkte. Der wird nicht funktionieren. Da werden eigentlich beide nicht funktionieren. Aber die Alternativen waren halt ewig lang. 11 Monate. Der hat hier noch 1 Jahr Bauzeit. War klar. Weg mit deinen 38%. Es gibt 10% als Alternative.
Sich einfach an den lustigen Bildchen orientieren sollten wir wahrscheinlich für 2 Monate. Solange wir jetzt eigentlich sehen, diese 2 Monate. Wir haben ja noch nichts fertiggestellt. Betriebsbereit. Es ist noch nichts betriebsbereit. Ich weiß nicht, ist das hier? Das Innenausbau fertig, ne? Die Planken haben funktioniert. 150.000 aufs Konto. Jawohl, ja. Die 17 Millionen sind wieder da. Oh, gab es einen dicken Schub. Gibt es monatlich, ach so, monatlichen Schub. Von wem gibt es den? Von den Herrn Müller? Aus Berlin? Bildchen wird nicht funktionieren, garantiert nicht. 1 Jahr, 2 Monate. Da kommen wir auf 2010. Mitte 2010. Mit Reparaturen, die wir noch inbegriffen haben. Komm, düdü. Ja, war so klar. Jetzt gib mir mal eine vernünftige Alternative. 56%. 3 Monate. Komm, viele Südkoreaner machen es schon. Die Südkoreaner machen es schon. Auf geht's. Können noch ein bisschen spulen hier. Jetzt 1 Jahr. Oh. Vor dem kriegen wir sowieso nicht den nächsten Punkt. Ne? Also wir müssen sowieso hier warten. Dann können wir auch hier die eigentlich die längere Zeit in Anspruch nehmen. Hätten wir die 11 Monate eigentlich nehmen können. Dann müssen wir wahrscheinlich auch. Oh, das ist mal eine Alternative. Die nehmen wir. Allen Arbeitern ein Babelf. Wie bitte? Urheber rechts. Babelfrettchen ins Ohr setzen. Das übersetzt. Puh. Ja. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Das sind 80%. Ja, geht doch. Kriegen wir die Bauarbeiten des Parkflugs. Oh, 8 Monate. Macht dann nochmal ein bisschen Spinnerei. Die Bauarbeiter treten wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in einen Hungerstreik. Die streikenden Arbeiter mit einer Gulaschkanone beschießen. Massenhypnose. Propaganda gegen die Gewerkschaft streuen. Topmodels als Streikbrecher engagieren, die auch hungrig arbeiten. Also hier haben wir 2x60% mit 16 Tage und 2 Monate. Das klingt ganz gut hier. Mit der Gulaschkanone, ne? 16 Tage. 66.000 ist relativ günstig. Wenn wir Glück haben, wird das auch... Na, natürlich nicht. Alternative ist 75%, 39, 2 Monate. Wir müssen es nehmen. Die Jungs mit gemeinsam gesunkenen Arbeitsliedern wieder zum Anpacken motivieren. Musik fördert die Moral. Die werden fast gleich fertig. Jawohl. Jetzt müssen wir auf ihn warten. Sie haben Stufe 8. Der war noch gar nicht fertig. Das Baumenü ist erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoptionen. Parkhaus 7, Parkhaus 8. 2 Parkhäuser. Wir fangen Parkhaus 7 an. Bauen und Brauen GmbH. Was ist das denn hier? 5 Sterne. Mr. Mustache Construction Design Factory. Zimmerei Bernstein. Das Schneckenhaus OG mit Häuser. Wir nehmen mal die 4,6. Ich bin mal gespannt, wenn wir mal so richtig investieren. Wir haben ja richtig gespart. 1 Jahr, 1 Monat. Kommen damit gut klar. Ich bin mal gespannt. Da auch weniger Baustellen gibt. Weniger Fehlplanungen. Parkhaus 8 sind natürlich schlechte Alternativen. Gebrüner, Asbestos, Birn- und Bummabriss, Dominas, Baudu, Stück. King Gustavs günstige Gebrauchtgebäude. Der ist sehr, sehr günstig. 4,2 Millionen. Wir nehmen mal die 1,6, 2,5. 5 Monate, er ist halt relativ schnell. Bumm, Bau und Abrissnehmer. Vielleicht kriegen die auch einen Aufbau hin statt Abriss. Wir schauen uns das mal an. 5 Monate, 7 Jahr, Monate, 1 Jahr. Schnell reagieren, wenn hier was kommt. Wir sind hier im Vollspulmodus. Dach wurde zu klein geliefert. Aber das war jetzt die Baufirma, die günstiger war. Die andere läuft noch gut. Wir haben ein Problem. Wir haben die Dächer bei einer Firma bestellt, die die Angaben in Fußstadtmetern haben wollte. Scheinbar war die Fußgröße von Kai-Uwe nicht exemplarisch genug. Wie sollen wir jetzt weitermachen? Fehlendes Dachstück mit Styropor auffüllen. Nochmal bestellen, diesmal mit Dieters Füßen vermessen. Gebäude verkleinern, merkt schon keiner. Ordentlich Fischhaltefolie. Drüber wickeln, 50, 17, 55. Wir haben nur 2 50%er. Der dauert 8 Monate auf keinen Fall. Wir können auch natürlich erstmal einen ganz kleinen versuchen. Ne, wir versuchen diese 50%, würde ich sagen. Dauert aber 2 Monate wieder. Bin gespannt, ob er durchzieht. Er hat die beste Bewertung, war auch der teuerste. Ja, zum Vergleich, ob das besser funktioniert. Ich glaube, hier wird es ein Dödöt geben bei 50%. Nee. Budgetaufstockung. Direkt noch eine rein. Warnschild hält Feuer nicht auf. Was? Um gegebenenfalls Brände länger aufzuhalten, haben wir Schilder Stopp für Feuer zu Tritt verboten. An alle Durchgangsflure angebracht. Tests zeigen, dass Feuer entweder sich nicht lesen kann oder es ihm ziemlich egal ist. Verpflichtende Einbürgerungstests mit Lesekurs für alle Feuer fordern. Schilder als Hörbuch einsprechen lassen.
Schilder als Hörbuch mit der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis entsprechen lassen, ja. Andrea Nahles als Türstern engagieren. 73, 111, 2 Monate. Ich glaube, das sieht gut aus. 182.000. Andrea Nahles. 73%ige Chance. Das klingt gut. Vielleicht klappt es auch direkt. Wir müssen unseren Termin definitiv verschieben. Ich weiß nicht, ob wir das können. Oh, das hat funktioniert. 150 plus die Melly Bass Ring. Kaiwo hat beim Arbeiten was ins Auge bekommen. Das tut jetzt ganz dolle weh. Objekt nach außen wegrauben? Nein, es muss nach innen. Objekt mit dem Schraubenzieher rausbrockeln. Auge mit Spiritus ausspülen. Hm? Kai Uwe zum Betriebsarzt schicken. Na logisch, 100%. Auf 24 Tage. Dann lieber 24 Tage und wir haben die 100%. Das andere sind alles so Low-Dinger. Die nehmen wir mit. Was? Das ist die Billigfirma, ne? Die elektrischen Türen laufen mit Windkraft. Die elektrischen Türen im Gebäude sollten sich selber über eine kleine Windradanlage mit nachhaltiger Energie versorgen. Es hat wohl keiner bedacht, dass im Gebäude gar nicht so viel Wind geht. Bitte kräftig Pustenaufkleber anbringen, Trompete einstellen, so gegen die Windmühlen pusten, wenn Passagiere kommen, Fenster ausbauen und auf Durchzug hoffen, regelmäßig Wahlkampfveranstaltungen im Flughafen abhalten. Die Chancen sind alle relativ gleich, 528 Tage. 34.000. Versuchen wir die 28%iger. Zack, zack, der ist fertig. Der war klar. Gibt es eine gute Alternative? 68%. Oh, teuer und lange. Wir nehmen die. Solarbetriebene Ventilatoren vor alle E-Türen bauen. Müsste dann aber auch funktionieren, ja, mit den 60%. Wenn wir schon 2 Monate Verzug haben. Jetzt hat er doch mal eine rein. Also es läuft nicht perfekt mit der Firma, aber definitiv besser mit der teuren Firma. Der Praktikant hat leider den Zement mit Soßenbinden angerührt. Hm. Gelatine dazu geben und das Beste hoffen. Gelatine dazu kippen und das Beste hoffen. Wo ist der Unterschied? Viagra beimischen und hoffen, dass es hart wird. Soßenentbinder dazu geben. 60-70%, 27 Tage. Relativ günstig, wir nehmen den hier. Soßenbinder nehmen wir mal. Wir versuchen mal den Soßenbinder, vielleicht funktioniert das. Natürlich nicht. Die 150.000 sind weg. Trotzdem verwenden wird das schon, nee. Viagra beimischen, wir versuchen es aber auch nochmal 2 Monate weg. Mit den E-Dingern, mit den Ventilatoren hat funktioniert. Das heißt, wir sehen hier ganz gut aus und kommen auch durch, kommen da auch durch. 3 Monate zur Fertigstellung von dem. Moment. Können wir jetzt schon mal sagen, dass wir den Termin nicht halten können? Ja, können wir den... Juli... 2012. Es war von vornherein, es war einfach ein Schreibfehler drin, ne? Ganz klar. Die Firma zieht gut durch hier, ne? Sehr gut. Der Postillon. Sturm blies mir ihre Teile an richtige Stelle. BR-Gebäude wird früher fertig. Was? Gute Nachrichten vom Flughafen BR. Bei einer Inspektion nach dem verheerenden Sturm tief Gabi. Stimmt, wann war das? 2011? Ist lange her. Zeigte sich, dass die starken Winde einige Bauteile an die passenden Stelle geweht haben. Ein Gebäude des Flughafens wird dadurch früher fertig. Sehen Sie diesen Sack Zement da? Hm, der lag gestern zum Beispiel hier hinten, erklärt der BER-Chef zufrieden. Jetzt liegt er an der richtigen Stelle. Da hätte man sonst extra einen Bauarbeiter beauftragen müssen, der sich für viel Geld darum kümmert. Eigentlich wollte man die angerichteten Schäden inspizieren. Doch es sieht besser aus als vorher. Am Flughafen BR ist offenbar so viel im Argen, dass eine neue willkürliche Anordnung von Bauteilen immer positive Auswirkungen hat. So seien mehrere Tanks für die Brandschutzanlage mit Regenwasser gefüllt worden. Eine fälschlich eingezogene Wand wurde umgedreht und ein Dach wurde so eingedrückt, dass die Statik jetzt endlich stimmt. Was ist das? Hier sind mehrere Fenster übereinander. Okay. Da waren zu viele Fenster übereinander gerade. Sie haben Stufe 9 Bauminus erreicht. 2 neue Punkte. Jawohl, aber das reicht nicht. Wir brauchen 5, ne? Ein Punkt noch. Stopp. Wir können nichts machen. Es ist alles fertig. Aber es ist doch noch nicht fertig. Nee, wir wollen nicht abreißen.
Gelb heißt der Rohbau fertiggestellt. Nächste Stufe Innenausbau. Ach so, ich kann die... Ah, sag mir das doch. Für den Innenausbau nehmen wir die ein Jahr, vier Monate. Auf keinen Fall. Ein Jahr, fünf oder sechs Monate. Ja, können wir auch das günstigste nehmen. Ein Jahr und dann gehen wir ein paar Jahre in die Baustelle. Macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Innenausbau. Hier nehmen wir die Manfred B. Klassik. Ein Jahr, zehn Monate. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Hier 1,8, 1,5. Dann nehmen wir die 9 Monate mehr und sind noch besser. Nee, wir nehmen die hier. Macht auf jeden Fall Sinn. Er sagt mir das doch, dass ich hier noch viel, viel mehr machen muss. Okay. Innenausbau, Terminal. Oh! 35 Millionen. Aber das können wir uns leisten. 18,8. Wollen wir das mal machen? Viel zu teuer, aber wir machen das. Wir machen was richtig Krasses. Wir müssen auch mal was riskieren, oder? Das geht voll in die Hose, glaube ich. Das geht, glaube ich, richtig in die Hose. Und dann ist das Ding fertig. Juni 2012 schaffen wir auch nie im Leben. Oh, das sieht gut aus hier. Schade. Der Parkplatz hat keine Ausfahrt. Während der Planungsphase wurde versucht, alle möglichen Anwendungsfälle zu berücksichtigen und die Baupläne mit einfließen zu lassen. Leider endeten unsere Ausführungen jedoch immer mit dem eigentlichen Parkvorgang. Daher ist uns leider erst jetzt bei allen ersten Praxistests aufgefallen, dass keine Spur mehr vom Parkplatz runterführt. Einfahrt mit Ampelanlage doppelt verwenden, einen Service aufbauen, der anbietet, parkende Fahrzeuge per Helikopter an die nächstgelegene Straße fliegen, Autokatapult anschaffen, Parkplatz als Permanentparkplatz markieren. 1,2 Millionen. Für eine 80% Chance ist es mir viel zu teuer. Ein Monat weniger. 60% klingt gut. Ja. Ein bisschen Grün schadet ja nicht, aber es wurden wohl unvorsichtigerweise fleischfressende Bäume gepflanzt. Das ist besonders in der Nähe der Kinderspielbereiche ungern gesehen. Ungern. Bäume an Tofu von einheimischen Köchen gewöhnen, Bäume an Tofu von thailändischen Köchen gewöhnen, Kinder mit Baumabwehrmittel einreihen, die Bäume von Markus Söder umarmen lassen. Die Chancen sind sehr, sehr gering. Es wäre gut, wenn wir irgendwas nehmen, was nicht so lange dauert. Zwei Monate, ein Monat mit 23%. Ist schon mega wenig, ne? Ah, ich schwanke. Wir versuchen es mal. Vielleicht kriegen wir den Bonus. Oh, da gab es den Bonus. 150.000. Sauber. Mit der Ampelanlage. Es hat funktioniert. So, stopp mal kurz. Okay. Wollte gerade gucken, ob ich die 5 Millionen schon investieren kann. Die Entrauchungsanlage hat in einem Test vom Arzt bekommen, dass sie wegen Asthma keinen Rauch einatmen darf. Die Antidiskriminierungsstelle fordert aber, dass sie ihren Job behalten darf. Antidiskriminierungsstelle entlassen, Rauchentwicklung aus Rücksicht vor Asthma-Patienten verbieten, Einfluss der Diskriminierungsstelle stärken, Gegenattest von eigenem Arzt anfordern. 162.000, 6 Monate, das dauert ja mega lange hier für 70%. Und am Ende funktioniert es nicht. Machen wir die 20% mit 60%? Wir versuchen mal das ganz krasse. So, ich wollte mal sehen, ob ich die 5 Millionen schon wieder investieren kann in... Was ist mit dem hier eigentlich? Abschlusstest. Boah, machen wir mal einen Abschlusstest, vielleicht funktioniert es. Mit 6 Monaten von Blaubeer oder Dominas für 2,3 Millionen. Dauert nur 4 Monate. Das kostet aber nur die Hälfte. Wir versuchen mal den Abschlusstest. Vielleicht kriegen wir da was fertig. Und sparen noch mal ein bisschen. Würde ich sagen. Wer weiß, was da noch kommt gerade. Ich glaube, so ein paar Millionen sollte man sich auf dem Konto noch behalten. Ah, aber klar mit dem Arzt. 20% funktioniert. 50% für 54.000. 3 Monate. Das versuchen wir. Gegenattest von 107 Lungenärzten einfordern. Das ist typisch. So, Asiatofu. Abschlusstest hat nicht funktioniert. Ach nee, der ist unter Überdachung der Landebahn ist nicht erlaubt. Ernsthaft. Als erster Flughafen weltweit haben wir die Landebahn überdacht. Der Elektriker Blaschek, der als einziger schon mal auf einem Flughafen gearbeitet hat, meinte, dass sie vielleicht nicht erlaubt, wegen der Flugzeuge. Aufschiebbares Dach von der Schalke Arena klauen. Dach durch eine für Flugzeuge selektiv permanent.
tiefpermeable Membran ersetzen. Landebahnen neben der Überdachung verlegen. Dach aus Zuckerglas bauen, sodass es immer so cool zersplittert wie in Filmen. Wir sollen eine 50% für 270.000, ein Jahr, drei Monate, das ist mir viel zu lange. 45%. Wir nehmen mal das Schalke-Dach. Das sollte funktionieren, oder? 4,2 Millionen, wir warten noch den Moment. Da läuft es noch ganz gut. Wollen wir da das nächste Ding in Anspruch nehmen? Der Bahnhof wird wahrscheinlich auch nochmal... nice, das gab 150.000. Ich könnte mir eigentlich direkt investieren. Was kostet hier das? Eieiei, wenn ich den ersten Betrag da gleich sehe. Aber 2,6 Millionen, drei Jahre. Leute. Und hier wird wahrscheinlich nur passieren. Aber vielleicht kommen wir damit günstiger raus. Wir machen das mal. Da wird es viele Reparaturen geben. Aber am Ende vielleicht günstiger als das teure Ding. Schon wieder? Wir haben doch gerade erst. Mist, statt einem praktischen PVC-Boden ist in dem Gebäude der Fußboden leider aus Lava. Das tötet Leute. Auskühlen lassen, Ventilator aufstellen, Asbestschuhe verteilen, Eiswürfel drüber kippen. 100%, alles 100%. Da geht es also nur um die Kosten und die Zeit. Zwei Monate kostet 516.000. Dann kriegen wir 150.000 wieder. Ein Jahr, zwei Monate, sechs Monate. Ich nehme die sechs Monate. Kostet nur die Hälfte. Und da kriegen wir nochmal einiges zurück. Die nehmen wir. Die klingen auf jeden Fall sinnvoller. So, und das sehen wir gleich im nächsten Video.